Mein Name ist Reinhard Kepler. Ich habe die Freude, seit kurzer Zeit Präsident des Wiener Roten Kreuzes zu sein. Das Wiener Rote Kreuz ist mir schon seit meiner Kindheit bekannt. Mein Vater war Mitarbeiter des Wiener Roten Kreuzes als Chef des St. Anna Kinderspitals. Und ich habe bei den Rotkreuzfeiern im St. Anna Kinderspital teilnehmen dürfen. Und in meiner Funktion als ärztlicher Direktor und später Gesamtdirektor des Allgemeinen Krankenhauses habe ich weiter Verbindung gehabt zum St. Anna Kinderspital, das ja an das Allgemeine Krankenhaus und die Universitätsklinik angeschlossen ist. Es war mir daher eine große Freude, eingeladen zu werden, die Funktion des Präsidenten des Wiener Roten Kreuzes zu übernehmen. Seit Dezember 2014 bin ich Vizepräsident des Wiener Roten Kreuzes. Ich hatte Gelegenheit, mit meinem Vorgänger Dr. Karl Sküber zusammenzuwirken. Die Arbeitsweise von Dr. Karl Sküber hat mich wirklich begeistert. Er hat sehr engen Kontakt zu allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen vom Roten Kreuz gehalten und hat mit solcher Umsicht und Freundlichkeit dieses Unternehmen geführt, dass es für mich sehr schön sein wird, diesen Weg fortsetzen zu dürfen. Meine Laufbahn als Arzt hat im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien begonnen, am Institut für Pathologie. Mich hat an der Pathologie die Forschung interessiert und die präzise Diagnostik mit histologischen und molekularbiologischen Methoden, um Tumoren, bösartige Erkrankungen festzustellen oder auszuschließen und durch die genaue Diagnostik von Erkrankungen, die den Weg für eine erfolgreiche Behandlung zu ebnen. Ich habe schweren Herzens gewechselt von dieser wissenschaftlichen, rein medizinischen Funktion in eine Managementfunktion. Ich habe es aber auch mit großer Freude getan, weil ich mir dessen bewusst war, dass es eine solche Chance nur etwa alle 200 Jahre gibt, ein Spital von null an neu aufzustellen und einen neuen Stil auch des Zusammenwirkens im Spital zu implementieren. Das Motto des Allgemeinen Krankenhauses habe ich modernisiert mit dem Slogan des AKH, die menschliche Größe. Ein Slogan, der auch wunderbar zum Roten Kreuz passen würde. Das Rote Kreuz darf und will auch nicht als große Institution gesehen werden, sondern als Gemeinschaft von Menschen, die sich direkt und unmittelbar den Menschen zuwendet, die Hilfe brauchen. Das Rote Kreuz ist breit aufgestellt und deckt nahezu jeden Bereich ab, in denen hilfsbedürftige Menschen in unserer Stadt sind. Alle diese Aufgaben, die ich gesehen habe beim Roten Kreuz, können nur bewältigt werden im Zusammenwirken mit dem Präsidium, mit den Geschäftsführern des Wiener Roten Kreuzes, mit den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roten Kreuzes, mit den vielen Spendern, die dem Roten Kreuz die dafür erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen. Die Mitglieder des Vereins Wiener Rotes Kreuz haben auch maßgeblich an der Gestaltung des Wiener Roten Kreuzes mitzuwirken. Das Präsidium des Wiener Roten Kreuzes gemeinsam mit den Geschäftsführern ist darauf angewiesen, von einem breiten Konsens, von einem breiten Miteinander aller Mitglieder des Wiener Roten Kreuzes getragen zu werden. Das Spendenaufkommen für das Wiener Rote Kreuz ist sehr gut, weil die Menschen sehen, dass das Rote Kreuz ihnen in jeder exponierten Lebenslage beisteht. Ich selber durfte schon als Kind mit der Sammelbüchse des Roten Kreuzes durch die Stadt gehen und ich habe mich mit viel Freude
dafür engagiert. Und ich habe auch gesehen, dass die Menschen wissen, was das Rote Kreuz für sie tut und dass es das nur tun kann, wenn es mit entsprechenden Mitteln laufend unterstützt wird. Ich möchte betonen, dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich als Präsident des Wiener Roten Kreuzes an der Spitze stehe. Ich kann aber nur der Koordinator der Leistungen der vielen sein, die sich beim Roten Kreuz engagiert haben. Also die vielen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch insbesondere die vielen freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in allen Regionen Wiens tätig sind und das Gesicht des Roten Kreuzes darstellen. Ich freue mich auf die weitere Tätigkeit im Roten Kreuz.